Wir haben das nicht vorhergesehen. Das haben auch die Griechen nicht vorhergesehen, die Serben nicht vorhergesehen, die Mazedonier nicht vorhergesehen, die Ungarn nicht vorhergesehen, niemand. Hinterher sind natürlich viele Schlaumeier, die sagen, ihr hättet es wissen müssen. Okay. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir mal diese Zugangszahlen, die hohen Zugangszahlen von Juli und August weiter fortschreiben, dann sind wir mit den 800.000, haben wir eine ordentliche Prognose gemacht. Trotzdem wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht genau, ob die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, vielerlei Maßnahmen, bis hin zu Propaganda in Albanien und Kosovo, bitte kommt nicht, ihr werdet sowieso zurückgeschickt, wie sich die Zahlen auf Dauer auswirken. Im Moment haben wir einen, nicht Rückgang, einen Rückgang des Zuwachses, sagen wir so. Andererseits wissen wir auch nicht, wie sich der ungarische Zaun auswirkt. Ich kann es nicht vorhersagen. Aber ich glaube, die Zahl 800.000 ist seriös vorhergesagt. Und wenn sie sich ändert, dann werde ich das der deutschen Öffentlichkeit mitteilen. Aber dann. Und seriös. Und nicht vorher mit Spekulationen, um vielleicht erneut Angst auszulösen. Wir wissen nicht genau, ob die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, vielerlei Maßnahmen, bis hin zu Propaganda in Albanien und Kosovo, bitte kommt nicht, ihr werdet sowieso zurückgeschickt, wie sich die Zahlen auf Dauer auswirken. Im Moment, Herr Schäfer, was Sie jetzt hier als Informationskampagne und Informationsoffensive bezeichnen, bezeichnet ja der eigene Innenminister als Propaganda. Mich würde interessieren, ob es Koordination gibt bezüglich der Propaganda zwischen Auswärtigem Amt und Innenministerium. Klar. Nicht gegenüber Propaganda, sondern zu unserer Informationsoffensive. Propaganda. Sie entscheiden, welche Wörter Sie verwenden. Ich entscheide, welche Wörter tut ich verwende. Ihre eigene Regierung. Wie bitte? Es tut ja Ihre eigene Regierung. Ja, aber zu Äußerungen des Innenministers dürfen Sie mich nicht fragen, sondern da müssen Sie Herrn Plate fragen. Ich bin sicher, dass der dafür auch eine richtige Antwort für Sie zu bieten hat. Ich kann Ihnen nur sagen, die Zusammenarbeit des Innen- und des Außenministers, die Zusammenarbeit Ihrer Häuser in dieser Frage sind ganz hervorragend. Wir ziehen da absolut an einem Strang. Es gibt da nicht die geringsten Meinungsverschiedenheiten. Im Gegenteil, da greift eine Hand in die andere. Und wir tun, was wir können, um die Ziele zu erreichen, die ich versucht habe, vorhin zu schildern. Wir haben vielerlei Maßnahmen, bis hin zu Propaganda in Albanien und Kosovo. Bitte kommt nicht, ihr werdet sowieso zurückgeschickt. Gibt es denn dann eine Abteilung, die sich zusammensetzen und beraten, welche Informationen oder welche Propaganda da rausgegeben werden sollen? Also es gab ganz dunkle Zeiten in Deutschland, in denen das damalige Auswärtige Amt während des Zweiten Weltkrieges im Wesentlichen aus einer aufgeblähten Propagandaabteilung bestand. Das waren ganz fürchterliche Zeiten, für die viele im Haus immer noch sich schämen. Und deshalb kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, in aller Vorsicht mit dieser Art von Worten umzugehen. Das Wort Propaganda ist eine Worterfindung aus deutschen Zeiten, die niemand wiederkehren sehen möchte. Was damals im deutschen Namen passiert ist, war in jeder Hinsicht entsetzlich. Und das war Propaganda. Was wir machen, ist mit Botschaften, deren Inhalt wir verifizieren und wir für richtig halten, für objektiv überprüfbar halten, im Ausland Informationen zu vermitteln, damit Menschen auf dieser Grundlage darüber entscheiden können, was sie mit ihrem Leben anfangen. Propaganda ist für meinen Geschmack etwas völlig anderes, und gerade die Herkunft des Wortes sollte uns lehren, ganz vorsichtig mit Worten umzugehen. Wir haben vielerlei Maßnahmen, bis hin zu Propaganda in Albanien und Kosovo, bitte kommt nicht, ihr werdet sowieso zurückgeschickt.